Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wege zur Weisheit, wo ich auch euch in der 8. Folge wieder 30 Limericks, Weisheiten, Zitate etc. vorstellen möchte und die frei zur Diskussion lasse. Gerne könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr bei allen eine Frage habt oder aber wenn ihr sagen wollt, was euch dazu einfällt. Wir fangen natürlich ganz vorne bei der Nummer 1 an. Zu viele Menschen denken an Sicherheit statt an Chancen. Sie scheinen vor dem Leben mehr Angst zu haben als vor dem Tod. Von James F. Burness. Zweitens. Gelegenheit ist überall, man muss sie nur erkennen. Von Sir Charles Clore. Drittens. Wenn du nicht weißt, wohin du gehen willst, dann wirst du auch nie dort ankommen. Autor unbekannt. Viertens. Wer Chancen in die Wüste schickt, darf sich nicht wundern, wenn Bemühungen im Sand verlaufen. Von Thomas Mögginger. Fünftens. Demut ist ein Charakterzug, der Macht besonnen einsetzt. Von Wolf-Ulrich Kropp. Eine Berühmtheit ist eine Person, die nur für ihre Bekanntheit bekannt ist. Hier ist der Autor unbekannt. Siebtens. Selig, wer sich vor seinen Untergebenen so respektvoll benimmt, wie wenn er vor seinen Vorgesetzten stünde. Franz von Assisi. Achtens. Manche Menschen braucht man nicht zu parodieren. Es genügt, dass man sie zitiert. Von Robert Neumann. Neuntens. Es bedarf großer Weisheit, zuzugeben, dass etwas unmöglich ist, ehe man zu weit geht. Autor unbekannt. Zehntens. Ein Fürst ist am glücklichsten, wenn er es dahin bringt, dass die Untertanen nicht ihn, sondern um ihn fürchten. Von Plutarch. Elftens. Gib blind, nimm sehend. Ein altes deutsches Sprichwort. Zwölftens. Wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann forsche ich. Der Autor hier ist unbekannt. Dreizehntens. Ein ehrliches Danke ist eine Wertschätzung. Es ist kostenlos, aber nie umsonst. Von Klaus Seibold. Vierzehntens. Definieren ist das Einfrieden der Wildnis einer Idee mit einem Wall von Worten. Von Samuel Butler. 15. Viele Pläne scheitern der Annahme, man wüsste mehr als der Gegner. Auch hier ist der Autor unbekannt. 16. Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft besitzen, um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen und genügend Selbstdisziplin, um ihn nicht ins Handwerk zu pfuschen. Von Theodore Roosevelt. 17. Mit jedem Paar Hände bekommst du zusätzlich einen Kopf. Von Jack Stack. 18. Passe deine Ziele nicht im Nachhinein an dem an, was du erreicht hast. Der Autor ist unbekannt. 19. Es ist schwer, die Katze wieder in den Sack zu bekommen, wenn man sie erst einmal herausgelassen hat. Von Robert Lemke, es gibt noch so ein ähnliches, was dieselbe Bedeutung hat. Das geht dann so ungefähr. Es ist schwer, die Zahnpasta wieder in die Tube zu quetschen, nachdem man diese rausgedrückt hat. Ist quasi derselbe Spruch, nur ein bisschen thematisch anders. 20. Kein Wort oder Begriff wurde so oft und so schändlich von Politikern missbraucht, wie das Wort Demokratie. Von Horst Buller. 21. Fachleute, so scheint es, wissen über weniges mehr und über nichts absolut alles. Der Autor hier ist unbekannt. 22. Demokratie, Wille des Volkes. Jedes Mal, wenn ich die Zeitung lese, bin ich erstaunt, was ich nun schon wieder alles will. Von Andreas Hollemann. 23. Stimmqualität. Der Nachteil an der Demokratie ist, dass jede Stimme zählt, egal welche Qualität sie hat. Von Bernd Fü. 24. Die Welt, so scheint es, hat sich der Weiterbildung verschrieben. Aber macht sie das besser? Der Autor hier ist unbekannt. 25. In der Demokratie geht die Macht vom Volk aus, doch häufig kehrt sie nicht mehr zu ihm zurück. Von Helmut Walters. 26. Denken ist eine Anstrengung, Glauben ein Komfort. Von Ludwig Marcuse. 27.
95% der Zeit scheint ihr für Probleme an sich drauf zu gehen und nur 5% für die Suche nach Lösungen. Der Autor hier ist unbekannt. 28. Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass sich so wenige Leute damit beschäftigen. Von Henry Ford. 29. Denken bedeutet, in einem tiefen Wald Lichtungen zu suchen. Von Jules Renard. Und last but not least, 30. Denk immer an den Mann, der so lange nach einem Schatz gegraben hat, dass ihm die Schätze des Lebens entgingen und das Loch zu seinem Grab wurde. Auch hier bleibt der Autor unbekannt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es waren einige inspirierende, nachdenklich stimmende Sachen mit dabei. Und wie immer würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr auch kommentieren, was euch gefallen hat oder wenn euch etwas nicht gefallen hat, was man besser machen könnte. Abo natürlich nicht vergessen und ich sage, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss!